Das Internet, die Energiewende und ich. Mein Name Hendrik Sendt. Ich darf hier jetzt heute Abend unser Projekt Nutzerinnovation für Smart Energy vorstellen. Wir haben genug Publikum, um vielleicht doch noch mit einer Publikumsfrage zu starten. Smart sind natürlich alle im Raum, weil sie sonst einen schönen Samstagabend nicht mit wissenschaftlichen Vorträgen verbringen würden. Smarte Infrastruktur haben wahrscheinlich auch alle zu Hause, also irgendeine Form von Internet und Vernetzung und Router und so weiter. Wer hat denn eine Smart Energy? Jetzt muss ich definieren, was ist Smart Energy? Ich wurde gerade gefragt, was ist überhaupt Smart Energy? Also irgendwie eine intelligente Form von Steuerung oder Messung von Verbrauch, Speicherung und Generierung von Energie zu Hause. Niemand. Okay, aber schön, dass ihr hier seid. Das ist genau der Punkt, warum wir wahrscheinlich dieses Projekt von der RWE-Stiftung als Drittmittelprojekt finanziert bekommen haben. Das kommt in Deutschland nicht so richtig vorwärts mit der Smart Energy. Und es ist aber gleichzeitig ein ziemlich wichtiger Baustein, damit wir mit der Energiewende überhaupt vorwärts kommen. Also was ist die Idee von der Energiewende? Auf der einen Seite wollen wir natürlich von etwas heiklen Atomkraftwerken weiter wegkommen. Auf der anderen Seite ist aber auch das Ziel, den CO2-Ausstoß kräftig zu reduzieren. Und während wir ganz gut da drin sind, langsam aber sicher mehr Solarzellen und mehr Windräder und die effizienter aufzustellen, sind wir nicht so besonders gut da drin, unsere CO2-Reduktion runterzukommen oder nicht so gut, wie wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Und das liegt zum Teil daran, dass trotz der Tatsache, dass wir ziemlich viel Energie inzwischen nachhaltig generieren, dass diese Energie natürlich genau tagsüber generiert wird. Also ne, dann, wenn die Sonne so aufgegangen ist und der Wind, es geht häufig der Sonne noch sogar so ein bisschen nacheilend, erzeugt der erst wirklich Energie. Und um das jetzt also wirklich übersetzen zu können in Gasturbinen, die weniger laufen oder Atomkraftwerke, die wir nicht mehr brauchen, müssten wir also etwas schlauer werden in unseren Verteilnetzen und vor allen Dingen auch im Verbrauch von Energie. Und das ist eine der Aufgaben, da ein bisschen schlauer zu werden und da etwas näher auch an die Erzeugung ranzukommen, ist natürlich die Aufgabe der Verbraucher von uns. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. Was haben wir im Moment schon oder was gibt es? Bei mir zu Hause gibt es ein Smart Meter, das musste ich mir einbauen lassen, weil wir an unserer Elektrik gebaut haben. Dieses Smart Meter wird so beschrieben von dem Unternehmen oder von dem Konzern, die das überhaupt anbieten. Da gibt es in der Broschüre so ein schönes Bild von so einer Familie, die versonnen vor einem iPad sitzt und dann irgendwie, weil man hat so den Eindruck, die gerade so mindestens so 90 Minuten gemütlichen Film bei Chips und guten Getränken gucken und also in schönster Wohnzimmeratmosphäre in dieses Smart Meter reingucken. Das hatte ich mir genauso auch bei mir zu Hause vorgestellt. Das Problem ist aber, mein Smart Meter ist genauso dumm wie mein mechanischer Energiezähler vorher, den wir zu Hause hatten. Es zeigt mir einfach im Moment nur an, wie viel Strom ich bis zu dem Punkt verbraucht habe, an dem ich irgendwie auf das Ding drauf gucke. Und als wir mit unserem Versorger den Stromverbrauch melden mussten, musste ich runterlaufen, die Zahl ablesen, auf ein Stück Papier schreiben und dem Versorger in die Hand drücken. Also das heißt, das Ding ist strunzendumm und Smart Meter, wurde gerade gefragt, was ist überhaupt die Definition von Smart Energy an der Stelle. Smart Meter hat, was das angeht, also nicht die Hausaufgaben gemacht und dann wundert es auch uns nicht so richtig, dass bei Ihnen allen auch keine Smart Meter zu Hause sind oder dass Sie jetzt nicht rasend daran interessiert sind, selbst wenn Sie vielleicht einen Smart Meter haben. Mit anderen Worten, wir müssen, wie es so ist im Leben, wir müssen das Ding selber in die Hand nehmen und die Nutzer müssen jetzt anfangen zu innovieren. Was ist also Nutzerinnovation, die Idee oder das Phänomen Nutzerinnovation? Wann fangen Nutzer überhaupt an zu innovieren? Dann meistens, wenn sie unzufrieden sind. Wenn es etwas gibt, was so ist, wie sie es nicht haben wollen oder wenn sie eine bessere Idee haben dafür, wie die Welt funktionieren könnte. Der 3D-Drucker da draußen, den Sie wahrscheinlich alle schon gesehen haben, ist genau ein tolles Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Die Industrie saß sehr lange auf Patenten, hat sie immerhin genutzt, um für die Industrie selber Sachen herzustellen. Für den Hausgebrauch ging man davon aus, dass das eigentlich überhaupt nicht interessant sein könnte. In dem Moment, in dem die Patente abgelaufen sind, gab es eine Explosion von Produkten und von Dingen, die man mit diesen Produkten machen kann. Und es geht immer noch weiter von immer günstigeren, immer besseren, immer schnelleren, schöneren 3D-Druckern. Das funktioniert besonders gut in diesem Markt, weil
es nicht so besonders kompliziert ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen, immer noch kompliziert genug, weil sie natürlich gut zu sehen sind und weil sich die Leute auf der ganzen Welt miteinander vernetzen und niemand alleine dieses Problem lösen muss. Gehen wir mal wieder zurück zur Energiewende. Wie sieht das da eigentlich aus? Ist leider etwas komplizierter. Energie ist erstens ziemlich stark reguliert. Das heißt also, bevor ich an meinem Stromzähler zu Hause daran rumbasteln dürfte, da ist eine kleine Plombe dran. Also ich darf den gar nicht selber aufmachen. Wenn ich Stromkabel in meinem Haus legen will, dann darf ich das nur zu einem gewissen Grad selber machen. Ab dann gibt es auch gute Gründe dafür, dass das ein Elektrikermeister macht. Da kommen wir zum zweiten Punkt, technische Komplexität. Energiewende, also ich rede jetzt häufig über Strom, die Energiewende betrifft natürlich auch andere Formen von Energie wie Wärme. Da sind wir ziemlich schnell bei Thermodynamik und bei Phänomenen, die auch gar nicht so einfach für einen Endverbraucher zu durchschauen sind. Das heißt also, wir haben auch eine technische Komplexität. Und das dritte Problem ist, das ist teuer. Das ist teuer auf der kleinen Skala und das ist erst recht teuer auf der großen Skala. Also so einen großen Solarpark oder Windanlagen aufzustellen, das ist jetzt nicht ganz einfach. Und auch wenn ich mir zu Hause mal eben Solarzellen auf mein Dach schrauben will, dann ist das für viele Leute auch so teuer, dass das eigentlich eine Markteintrittsbarriere ist, die sie gar nicht überspringen können. Mit anderen Worten, das ist ein Markt, der etwas komplizierter ist und hinzu kommt dann auch noch, dass dass Energie jetzt nichts ist, was von sich aus so wahnsinnig spannend aussieht, sondern der Strom kommt aus der Dose und noch weniger als Wasser. Wir beschäftigen uns ganz wenig damit. Das merkt man auch an dem Marketing für Strom. Niemand will uns Strom verkaufen, wenn wir rausgehen und Plakate angucken, der irgendwie besondere, eine tolle Farbe hat oder in irgendeiner Form interessant ist, sondern 9 von 10 Plakaten sind, der Strom ist günstiger, den ihr bei uns kaufen könnt. In irgendeiner Form. Und das, wann machen Anbieter das? Wenn sie wirklich kein anderes Argument haben. Ja, wenn wir also ein völlig austauschbares Gut haben. Das heißt also, unsere armen Nutzer, die jetzt die Energiewende selber machen müssen, brauchen auch nochmal zusätzliche Motivation. Gibt es diese Nutzer? Ja, gibt es. Super spannender Fall. Jetzt habe ich mir den Namen, muss ich mir nochmal raus. Alex Hawkinson ist ein Kerl, der hat 2011 folgendes Problem gehabt. Der hatte ein Ferienhaus in den Bergen. Ist man nicht so oft im Ferienhaus in den Bergen, da war es kalt, es gab einen kurzen Stromausfall. Solange der Stromausfall war, sprang seine Heizung nicht an. Die Heizung heizte nicht, die Wasserversorgung im Haus ist gefroren, die Leitungen sind geplatzt. Der Strom ging ziemlich schnell wieder an, die Leitungen wärmten sich wieder auf und das Wasser ist 2 Monate lang bei ihm ins Haus reingelaufen, weil er einfach nicht davon unterrichtet wurde. Hätte er es gewusst, hätte er einfach dem Klempner Bescheid gesagt, der wäre spätestens einen Tag später vorbeigekommen, hätte das Wasser abgelaufen, alles wäre wieder gut gewesen. Im Jahre des Herrn 2011, also jetzt nicht irgendwie vor 100 Jahren oder sowas. Er hat dann recherchiert und hat einfach nichts gefunden im Netz oder auf der Welt, was ihm dieses Problem lösen könnte. Was hat er gemacht? Nutzerinnovation. Also er war genau in der Situation, dass er unzufrieden war und dass es keine gute Lösung für ihn gab. Er hat also selber sich überlegt, was er eigentlich braucht. 2 Dinge brauchte er. Er wollte erstens sehen, wie sieht denn der Stromverbrauch bei mir im Haus aus? Ist das ein normales Muster oder gibt es da gerade irgendwie eine Abweichung, die für mich problematisch ist? Und dann gab es noch eine 2. kleine Sache. Er wollte wissen, ob ich Wasser an der Stelle habe, wo kein Wasser hingehört. Und dann brauchte er so ein kleines Gerät, das diese Informationen einsammelt und nach Hause sendet und auf ein Interface, wo er dann, wie das heute so ist, immer mal von seinem Handy aus gucken kann, ob das denn alles gut läuft oder sonst irgendwie einen Alert bekommt. Er war aber selber kein Techniker und hatte genau all diese Probleme, von denen ich gerade erzählt habe. Das ist also kompliziert zu machen, das kostet ein bisschen was und an ein paar Stellen ist es sogar reguliert. Was hat er gemacht, wie man das heute so macht? Er ist zu Kickstarter gegangen und hatte so die Idee, vielleicht schaffe ich es, 100 Entwickler zu finden, von denen 10 wirklich mitmachen und vielleicht ist es so für 1000 Haushalte, vielleicht finde ich 1000 Leute, für die das wirklich interessant ist. Er hat 10.000 Haushalte gefunden, die bereit waren, ihm dafür Geld zu geben und 1000 Entwickler, die gesagt haben, wir machen mit. Er war damit so erfolgreich, dass er dieses Ding also wirklich physisch entwickelt hat, als Gerät und als Softwareplattform, die das Ganze unterstützt und genauso nach Hause meldet, wie er sich das dachte. Es sind ein paar andere Anwendungen im Dialog mit der Community dazugekommen. Also einfach die Frage, sind Fenster gerade offen oder geschlossen? So ein kleines Anhängsel, ist mein Haustier eigentlich gerade rein oder rausgelaufen? Aber ein Kernpunkt ist immer noch, welche Geräte verbrauchen gerade wie viel Strom? Und die App dazu. Hat das erfolgreich in den Markt gebracht, hat das eine Weile erfolgreich verkauft, so erfolgreich verkauft, dass Samsung darauf wiederum aufmerksam geworden ist und gesagt hat, pass mal auf, ich kaufe dir diese ganze Firma ab, das ist doch spannend. Und was dann bei Samsung Tolles passiert ist, sie halten diese Community am Laufen und es ist nicht so, dass sie die sozusagen abgeschaltet haben, sondern im Gegenteil, sie unterstützen das und haben die noch größer gemacht, sodass im Moment um die 5000 Leute im Internet sind, die sich darüber unterhalten,
für welche Anwendungsszenarien ist das interessant, wie können wir Kompatibilität mit anderen Geräten herstellen und Anwendungen, was sind überhaupt Szenarien, die wir damit noch machen können und so weiter. Also ein bisschen anders als MakerBot, die auch von einem großen Anbieter gekauft wurden und danach tendenziell eher geschlossen wurden, schafft es Samsung relativ gut, das gerade offen am Leben zu halten. Und das sind genau die Fälle, die wir uns angucken, wo nämlich Nutzerinnovation für die Energiewende stattfindet und wo Leute mit Sachen rauskommen, die anders als mein blödes Smart Meter zu Hause wirklich offen sind, smart sind und spannende Lösungen anbieten. Also Möglichkeiten oder Communities, die wir uns noch angucken, ist Volkszähler.org. Das sind Leute, die in Deutschland versuchen, diese verschlossenen Smart Meter doch irgendwie aufzumachen und mit denen zu reden. Es gibt so ein PV-Forum, das ist das größte, wo sich Solaranlagenbauer oder Menschen, die Interesse daran haben, mithelfen wollen, Mithelfer brauchen, ein Angebot bekommen haben und genau als sie diese Komplexitätsstufen gerade vor sich haben, austauschen. Und es gibt einen Open Energy Monitor, das ist eine riesige Community, in dem Leute in quelloffener Art und Weise so ein SmartThings-ähnliche Zentrale fürs Haus entwickelt haben. Das heißt also im Prinzip, ich kann mir das Ding komplett selber bauen oder zwei Leute verdienen damit wirklich Geld, das zusammenzubauen und zu verschicken und dann Leute auch dabei zu beraten, wie man das einsetzen kann. Also, was lernen wir daraus? Schritt Nummer eins, es ist möglich, es gibt Leute und wenn man selber eine Frage hat oder eine Idee hat oder ein Problem, das gerade im Moment ungelöst ist, dann ist das wahrscheinlich der beste Startpunkt für eine sehr spannende neue Lösung, die am Ende hoffentlich auch insgesamt die Intelligenz und damit Steuerung von Energie und damit auch ein bisschen die Anpassung an die Energie, die wir haben, voranbringen. Zweitens, liebe Unternehmen, guckt euch das doch mal bitte an, was da passiert. Samsung hat es ganz schön gemacht. Die deutschen Energieversorger scheinen gerade noch gewisse Probleme damit zu haben. Und wenn ich mir als letztes noch was wünschen darf, dann ist es, wir brauchen mehr Stromausfälle in Berlin, weil es einfach zu gut läuft. Und da können wir vielleicht mal bei der Berliner S-Bahn gucken. Die haben das schon ziemlich gut im Griff, wie man auch die Nutzer mal so ein bisschen unzufrieden macht, damit sie dann selber innovieren. Das war's, danke.